Ahoi Ninja, heute erfährst du alle Änderungen rund um Achtermünzen und deren optimalen Routen. Das Update 1.3 hat alle, die gerade erst anfangen oder die Rangliste noch erpocken wollten, einen deutlichen Dämpfer verpasst. Aus diesem Grund gibt es jetzt dieses Update-Video. Ich habe die Erklärung zu den Achtermünzen aus dem alten Video entnommen. Wer das schon gesehen hat und keine Auffrischung benötigt, kann bis zum Kapitel Rote Inseln springen. Achtermünzen und souveräne Stücke sind die Endgame-Währung. Auf den Achtermünzen basiert das Leaderboard-System. Umso mehr Achtermünzen du insgesamt sammelst, umso höher steigst du im entsprechenden Wochen- und saisonalen Ranking auf. Achtermünzen heißen im Englischen übrigens Pieces of 8 und haben deswegen die Abkürzung PO8. Souveräne erhältst du für gewisse Meilensteine im Leaderboard. Diese sind kumulativ und werden sofort ausgezahlt, sobald du den jeweiligen Meilenstein erreicht hast. Mit den Achtermünzen kannst du Skins, Rohstoffe, Waffen, Ausrüstung bzw. die entsprechenden Baupläne und den Schiffsbauplan der Sambuke erwerben. Souveräne ermöglichen uns weitere Skins, Ausrüstung und Panzerung sowie Waffen zu kaufen, aber nicht deren Baupläne. Diese Währung ist allerdings am Anfang nur bedingt erhältlich. Aus diesem Grund solltest du genau planen, was du dir davon kaufst. Zusätzlich benötigst du Achtermünzen, um dein Piratenimperium weiter auszubauen. Achtermünzen erhältst du von Versorgungsaufträgen. In den Versorgungsaufträgen musst du Rum, Gin, Opium oder Tabak zu einer gewissen Person liefern. Während dieser Aufträge ist eine Schnellreise nicht möglich. Vor allem am Anfang lohnen sich diese Aufträge, um deinem Imperium das nötige Startkapital zu verschaffen. Im späteren Spielverlauf sind diese zu vernachlässigen. Außer ihr wollt eure Platzierung im Leaderboard verbessern. Glückwunsch, du bist jetzt Piratenfürst und willst dein Imperium ausbauen. Alle 30 Minuten kannst du ein Gebiet erobern. Die meisten Gebiete erhältst du im PvP-Kämpfen. Verlieren kannst du sie jedoch nicht mehr. Positionen! Einige Gebiete gibt es nur im PvE-Koop-Mission. Diese sind immer gleich aufgebaut. Zerstöre das Flaggschiff eines Konvois, loote die Kiste und der Spieler, der die Kiste zuerst gelootet oder das Flaggschiff geändert hat, muss dann sicher nach St. Anne oder Teleportieren eskortiert werden. Und das Schiff aus dem Wind, die Zeit ist reif! Unsere Aufgabe ist es, die Piraten mit der Fracht zu beschützen. Tempas! Feuer! Wenn ihr neu bei den Roten Inseln startet, konzentriert ihr euch auf Tanjoana, Ankohonana, Hisarai Tambi und Sifo. Starten tut ihr das Ganze bei der königlichen Ruhestätte. Dies ist eine schnelle und kleine Route. Finanzieren könnt ihr die, indem ihr so oft wie möglich die Versorgungsaufträge annimmt. Natürlich bezahlt ihr die Lieferanten nicht, sondern versenkt ihre Schiffe und stiehlt so ihre Waren. Das Ruder markiert euch dafür mit einem Todesmal für 30 Minuten, aber das ist nicht weiter besorgniserregend. Der Ausbau von den Roten Inseln nimmt gewiss ein paar Tage in Anspruch, abhängig davon, wie aktiv ihr seid. Beschleunigen könnt ihr dies nur, indem ihr andere Spieler, die ihre Ruderwette aktiv haben, ausraubt. Ich bekomme immer mehr mit und lese auch immer mehr Kommentare, dass Leute sich beschweren und sich aufregen, dass man ihnen die hart erarbeiteten Achtermünzen abnimmt. Wir sind Piraten und wenn ihr die Ruderwette annimmt und verliert, sagt einfach Good Fight und macht weiter. Es gehört zum Spiel und es ist Sinn der Ruderwette. Es ist auf jeden Fall nichts Persönliches. Wenn ihr das, was ich voll verstehen kann, nicht ertragen könnt, dann nimmt die Ruderwette einfach nicht an. Sobald ihr eure Produktionsstätten auf Stufe 7 habt, expandiert ihr in den Indischen Ozean. Hier befindet sich die effektivste Route. Die Route gibt euch die meisten Achtermünzen für euer Silber und ist auch nicht so zeitintensiv. Ihr startet bei den Rangabhöhlen zu Weberei Sunny Süd, Sunny Holzlager, Sunny Hauptstadt, Hisarai Sunny, Sunny Nord, dann runter nach Snangdad, überquert den Kanal
nach Gießerei Damai Nord, danach nach Damai, Harimau und schlussendlich landet ihr in Telok Banjara. Wer noch eine Extrastation einsammeln möchte und Silber übrig hat, kann das Holzlager Kinkur noch mitnehmen. Wenn eure Silberkasse hingegen leer ist, kürzt ihr ab, indem ihr bei Sunny direkt nach Sangdat fahrt und somit Sunny Nord und die Gießerei Sunny auslässt. Es gibt theoretisch noch eine bessere Route, allerdings sind die Orte so weit entfernt, dass es zeitlich sich nicht lohnt. Dafür müsst ihr bei der Killer-Wahrkammer starten und zusätzlich Kompok Subur einsammeln, um dann die normale Route zu erschließen. Am effektivsten wäre es, wenn ihr noch La mit einsammelt, aber das ist so weit im Süden und so weit von dem nächsten Außenpost entfernt, dass es sich einfach nicht lohnt und da alle anderen Gebiete rund um La sind nicht kosteneffektiv. Jetzt nochmal ein Tipp von mir. Farmt in der Season 1 nur die Achtermünzen, die ihr benötigt. Die Rangliste ist, vor allem nach dem Nerfs, unerreichbar. Zum Zeitpunkt der Aufnahme hatten die Top 8 Spieler zwischen 120 und 900 Millionen Achtermünzen gesammelt. Da könnt ihr einfach nicht mehr hinkommen. Schon gar nicht seit dem Patch 1.3. Wenn ihr es bis hierher geschafft habt, hinterlasst doch ein Like und abonniert den Kanal, um keine weiteren Tipps und Tricks zu verpassen. Besonders guten Wind unter den Segeln bekommen diejenigen, die zudem einen Kommentar hinterlassen. Jetzt seid ihr gefragt, was haltet ihr vom Patch 1.3 und was wünscht ihr euch für die Zukunft? Sagt es mir in den Kommentaren. Ich bin Nijay and don't forget, we are the Shadow.